Hallo, heute sprechen wir ganz langsam. Weil dieses Video ist extra für Leute, die jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Heute beschäftigen wir uns mit den Nomen. Ganz wichtig ist im Deutschen, dass ihr zu der Vokabel auch den Artikel dazu lernt. Im Deutschen haben wir drei verschiedene Artikel. Ein Maskulinartikel, der, ein Femininartikel, die, eine, und ein neutralen Artikel. Das ein. Jetzt üben wir das. Los geht's. Yay! Das ist ein Baum. Der Baum. Der Baum ist grün. Was ist das? Das ist der Baum. Das ist ein Fahrrad. Das Fahrrad. Das Fahrrad ist schwarz. Was ist das? Das ist das Fahrrad. Das ist eine Brücke. Die Brücke. Die Brücke ist braun. Was ist das? Das ist die Brücke. Das ist eine Blume. Die Blume. Die Blume ist lila. Was ist das? Das ist die Blume. Das ist ein Auto. Das Auto. Das Auto ist rot. Was ist das? Das ist das Auto. Das ist eine Schaukel. Warte, jetzt. Die Schaukel. Die Schaukel ist schwarz. Was ist das? Das ist die Schaukel. Das ist ein Wagen. Der Wagen. Der Wagen ist blau und rot. Was ist das? Das ist der Wagen. Das ist ein Schuh. Der Schuh. Der Schuh ist blau-grau. Was ist das? Das ist der Schuh. Das ist ein Schrank. Der Schrank. Der Schrank ist braun. Was ist das? Das ist der Schrank. Das ist eine Wippe. Die Wippe. Die Wippe ist rot. Was ist das? Das ist die Wippe. Ein Geländer. Das Geländer. Das Geländer ist grau. Was ist das? Das ist das Geländer. Das ist ein Tor. Das Tor. Das ist ein silbernes Tor. Was ist das? Das ist das Tor. Also, lernt immer zu dem Nomen auch den Artikel dazu. Wenn eine Sache bestimmt ist, benutzt ihr den bestimmten Artikel. Der, die, das. Die Sache. Wenn eine Sache unbestimmt ist, benutzt ihr die
unbestimmten Artikel. Ein, eine, ein. Eine Sache. Heute haben wir auf die Frage, wer oder was ist das, geantwortet. Damit haben wir den Nominativ gebildet. Im nächsten Video werden wir auf die Frage, wen oder was sehe ich, antworten. Diese Frage fragt nach dem Akkusativ. Bis dahin. Tschüss.